Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin. Das neue Hauptset Lightning Overdrive wird bald droppen und es wird voraussichtlich das Meta verändern. Dragonlink, AD, kurz danach kommt die Bandits raus, kurz danach ist die nächste Extravaganza. Also diese Karten, die in dem Set drin sind, könnten schon Impact auf das nächste große Event haben. Wird also super interessant. Und was wir heute einmal machen, wir gehen heute einmal alle Karten durch und gucken mal, ob da was Interessantes dabei ist. Und das ist halt ein Full-Spoiler. Also ich würde sagen, schnappt euch ein bisschen Popcorn oder was zu trinken. Und das wird ein bisschen länger dauern. Was nicht mein usual stuff ist. Normalerweise mache ich kurze Videos. Aber ich dachte mir, dafür ist es ziemlich cool, dass wir da ein bisschen länger machen. Starten wir mit der ersten Karte. Die erste Karte ist auch die erste Secret Rare. Und das ist Diviner of the Herald. Diese Karte ist unglaublich gut. Die werden wir in vielen Decks sehen. Die wird vor allem erstmal in Drytron extrem relevant werden. Das ist eine Secret Rare übrigens, das heißt, die ist auch teuer. Und ja, was macht denn die Karte? Die hat die Fähigkeit, wenn die normale Spezialbeschwörung wird, dass ihr ein Fairy Monster vom Exodeck oder vom Deck auf den Friedhof legen könnt. Das ist erstmal krass, denn dadurch kriegen wir erstmal Access zu Herald of the Arclight. Und der kann halt eine Ritualzauberkarte suchen, was halt für Drytron ziemlich gut ist. Und wenn die Karte tributiert wird, könnt ihr halt einen Level 2 und niedriger Fairy Monster vom Deck spezial beschwören. Ja, zum Glück ist die Karte Once Per Turn. Okay, das ist die erste Karte für das Set. Weiter geht's. Die Karte wird ein Common sein, witzigerweise ist der ZW Pegasus Twin Saber. Die kann sich spezial beschwören, wenn der Gegner mehr Life Monster hat als ihr, also 2000 mehr. Und die kann sich an ein anderes Monster attachen als Material, als Equip Spell, also ein Utopia Monster. Und dann ist die quasi ein Monster Negate. Nichts zu sagen, ist eine ganz gute Karte, wird auf jeden Fall Play sehen in dem Utopia Deck. Die nächste Karte ist auch wieder eine Utopia-Karte, das ist der ZS Armed Sage. Auch eine Common und die könnt ihr spezial beschwören, wenn ihr nur ein Level 4 Monster kontrolliert. Ist also ziemlich generisch zu machen und ergibt euch einfach den Access zum Rang 4 Play. Und ihr habt eine Fähigkeit, wenn ein Utopia-Monster beschworen wird mit der als Material, kriegt das Utopia-Monster den Effekt, add one ZW-Monster from your deck to your hand. Das heißt, die kann die gerade Karte suchen. Für den Common ziemlich solide, haben wir den ZS Extended Sage und der hat die Fähigkeit, wenn ihr keine Karten kontrolliert, kannst du spezial schwören. Das ist keine Common, das ist eine Ultra Rare. Sorry, die wird wahrscheinlich ein bisschen teurer, weil die ist echt gut. Denn die Karte kann, wenn ein Supermonster beschworen wird, mit der als Material, eine Rank Up Normal Spell suchen. Ich sehe so viele Dinge, die passieren könnten mit dieser Karte. Interessant auf jeden Fall. Dann haben wir die ganzen Golganda-Karten, also die werden irgendwie interessant werden. Ist ein Feuer-Reptile-Monster, hat irgendwie eine weirde Synergie mit dem neuen Octoadic-Deck-Thema. Irgendwie. Das wird eine Super Rare sein und die kann, wenn halt Golganda auf dem Feld ist, 3000 ATK bekommen. Wuhu. Und die kann sich halt spezial beschwören, wenn ihr Field Spell auf dem Feld habt, was ehrlich gesagt ziemlich gut ist. Und wenn Golganda, also die Field Spell auf dem Feld, zerstört werden würde, kann das stattdessen ein Monster vom Friedhof banishen. Die ist also gar nicht so bad. Die ist relativ easy rauszucheaten, aber die ATK von dem Monster ist halt nüppes. Aber die ist Level 8. Das heißt, die ist legit gut spielbar. In Octoadic, bedenkt das, denn die spielen meistens mit Layer of Darkness und das ist ein 3 Level 8 Reptile Monster, was die spezial beschwören können. Einfach mal drüber nachdenken. Dann haben wir hier weiteren Spriggans Support. Die Karte ist eine Common, wird also nicht viel reißen. If this card is sent from the hand or deck to the grave, you can target one Spriggans Monster in your grave. Special Summon in the Defense Position. Ist also gar nicht so bad. Und ihr könnt mit der, wenn ihr auf der Hand, auf dem Feld oder im Friedhof ist, die an ein Spriggans Monster als Exilmaterial attachen. Die ist also legit. Ziemlich gut. Ist aber eine Common, wie gesagt. Da haben wir einmal den Amazement Administrator Alekino. Zu der Karte hat der gute CK Phoenix schon wieder gemacht. Link ist in der Videobeschreibung, werde ich nicht weiter darauf eingehen. Das ist eine sehr gute Karte und das ist, by the way, eine Secret Rare. Die wird also ein bisschen teurer werden. Auch der Amazement Bear, auch der kam im CKs Video vor. Süße Karte, gehört zum Amazement Archetype. Link ist in der Videobeschreibung. Coole Karte auf jeden Fall. Ist auch eine Common. Weiterer Amazement Support. Die ist allerdings eine Ultra Rare, also die wird ein bisschen teurer. Ist natürlich eine Waifu, die muss Ultra sein. Dann haben wir den Rocks Rose Dragon, denn Rose Dragon kriegt ja in dem Set hier Support und das ist ein Drachen-Tuner-Monster. Dark. Uff. If this card is normal or special summoned, you can add one card that specifically lists Black Rose Dragon in its text from your deck to your hand. Das ist schon mal nicht schlecht. While this card is in your graveyard, if a face-up Rose Dragon Monster or Plant Synchro Monster you control is destroyed by battle or an opponent's card effect, you can add this card to your hand. Die ist legit ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie viel Play die sehen wird, aber die ist ziemlich gut und ziemlich gut vor allen Dingen.
Und das ist ein Super Rare. Haben wir Ruddy Rose Witch. Die sieht einfach ein bisschen cute aus. Ist auch ein Kino-Monster, Pflanzenmonster. You can tribute discard, add one Witch of the Black Rose from your deck to your hand. And if you do, take one of the three or lower plant monster from your deck and play the top of your deck. Then immediately after this effect resolves, you can normalize one Witch of the Black Rose from your hand. You can banish this card from your grave, return one of your Black Rose or Ruddy Rose Dragon that is banished or in your grave to the extra deck. Die ist ziemlich gut, die Skat, die ist auch super rare. Ja, ist auch super rare. Die ist nämlich ziemlich gut. Da haben wir Danmari Eddie Genista. Das ist eine Common, die habe ich schon mal gesehen. Und wenn ein Deck ist declared, evolving your attack Nista Monster, you can spell some discard from your hand. And if you do, negate that attack. While you control as Link 6 Monster, quick effect. You can banish this card from your field or graveyard. Then target one face up card your opponent controls, negate its effect until the end of this turn. Interesting, interesting. Weirdes Artwork, aber interesting. Also wenn das nicht Pegasus ist, ne? Ich werde jetzt nicht auf den Karten-Effekt eingehen. Das ist eine Bullkammen für den Mugen-Archetype. Cooles Artwork. Das ist auch eine Mugen-Karte, die erinnert mich ein bisschen an Utopia oder Flammenfilmen. Interesting. Und die ist eine Super-Rare. Scheint ein bisschen besser zu sein. Ich werde jetzt auf viele Karten auch gar nicht krass eingehen. S-Force Dogtag ist auch eine Kammen. Coole Karte auf jeden Fall für das Team-Deck. Und der S-Force Edge Razor. Der erinnert mich ein bisschen an Yoshimitsu von Tekken, wenn ihr das noch kennt. Ist auf jeden Fall auch eine Super Rare, also auch da eine ganz gute Karte. Haben wir Traptrix Vesiculo. Die lesen wir ganz kurz mal durch, weil die könnte natürlich interessant werden. Uneffective Effect of Hold Trap Cats, ja, ist klar. You can only use the following effects of Traptrix Vesiculo per turn. You can send one set trap card you control to the grave. Special summon this card from your hand. Das ist schon mal gut. If you control no cards in your spell trap zone, you can banish this card from your grave and target one whole normal trap in your grave, set it to your field. Das ist eine richtig gute Karte. Ist die gut. Die ist richtig gut. Die recycelte Trap-Karten. Die recycelte Trap-Karten, wenn ihr nichts davon habt. Die kann also euch wieder ins Spiel zurückbringen. Ziemlich gute Karte, ist wahrscheinlich Ultra, ne? Ja, das ist eine Ultra, ja. Traplix scheint echt gut zu werden. Haben wir live drin Kizikill Frost. Auch eine Ultra Rare, crazy. Artwork nicht ganz mein Stil, aber coole Karte. Dann haben wir Black Eyes, The Plunder Patrol Sea Guide. Die Karte ist ziemlich gut für Plunder Patrol, die werdet ihr auch öfter sehen. Die Karte ist einmal zwei Monster. Ist aber eine Kammern aus dem Set, irgendwie komisch, dass das eine Kammern ist. Aber die ist gut, die ist auf jeden Fall richtig gut. Dann haben wir Serenite Seal, die macht nix. So eine Common ist halt Support für das Serena-Deck-Thema. Judge of the Ice Barrier. While you control another Ice Barrier Monster, each time your opponent activates a card or effect by paying life points, they lose 500 life points. Yep. Die ist ziemlich bad. Das ist eine Common. Der Scrap Raptor. By the way, auch eine Common. Aber ich denke mal, die werdet ihr ein bisschen häufiger sehen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt extrem großen Meta-Impact haben wird. Aber das ist eine richtig gute Karte. Vor allem für das Scrap-Deck-Thema. Halt die Morgen. Gute Karte. Irgendwas eine Common. Sollte ich ein Playset. Für mich die größte Enttäuschung des Sets. Honest. Also Dark Honest. Ich verstehe nicht, warum sie das Wordplay mit Dishonest nicht gemacht haben, weil das wäre halt besser gewesen. Was macht ihr denn? Once per turn, doing your main phase, you can turn this face up card to the hand, doing damage step. When your Dark Monster battles, no point monster, quick effect, you can send this card from hand to graveyard, drop one modus attack, equal to all attack. Aber die ist ein bisschen anders als Honest, denn die reduziert quasi die ATK vom Gegner. Das heißt, die ist halt sogar schlechter als Honest. Ja, das ist Secret Rare. Bestenfalls seht ihr die nicht. Da haben wir Bahalutia, The Grand Radiance. Die Karte ist vom Artwork ziemlich cool. Das ist auch eine Secret Rare. Das ist ein Level 7 Drachen-Effektmonster, Licht. You can tribute summon this card by tribute Effektmonster. Cool. During your opponent's main phase, if a card is added from the main deck to their hand, except by drawing it, and this card is in your hand, you can immediately after this effect resolves, tribute summon this card. Also schon mal relativ easy, dann geht ihr auch schon raus zu cheaten. If this card is normal or special summon from the hand, you can make your opponents banish the top cards from their deck face down, equal the number of cards in their hand. Then they shuffle their entire hand into the deck, and if they do, they add the cards banished by this effect to their hand. Weird gephrased, weil man merkt, der banished quasi genauso wie kann. Aha. Und dann gehen der Rest ins Deck und er kriegt die Karten, die gebanished sind. Es ist wahrscheinlich darum herumzuspielen, dass nicht Joel Lock wird oder sowas, weil das wäre halt ziemlich beschissen. Weil dann könntet ihr halt Joel Chain die Karte und dann alles weg. Das wäre schon dumm. Auf jeden Fall, ja, ist eine ganz coole Karte, aber hat glaube ich nicht so viele Applikationen. Aber, not gonna lie, nicht bad. Dann haben wir The Phronic Guardian Things. Das Artwork ist ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Der Effekt ist nicht ganz so relevant.
Ist auch nicht kommen, also. Dann haben wir Sky Squads, Sith Hells, wird auch nicht kommen sein. Bin juckt's. Die Karte hier, die ist auch nicht kommen. Aber da habe ich schon mal in einem Video drüber geredet gehabt. Die ist nämlich ziemlich cool für True Draco oder für Karten, für Decks, die das extra Deck nicht brauchen. Auf jeden Fall im Auge behalten, die ist nämlich extra Tribute Fodder und ein Draw One Effekt. Behaltet die im Auge, die ist echt nicht bad. Und das Artwork ist ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Die mag ich, die Karte. Dark Eye Nightmare, auch eine Common. Ja, ist halt so. Haben wir World Soul Carbon. Erfüllmonster, ja, cool. Hm, auch eine Common. Yamori Mori. Das ist ein Reptile. Level 2. You can banish this card from your graveyard. Then target one reptile monster you control and one face onto your opponent controls to activate one of these effects. Change those monsters to face down defense position. Destroy the monster you control and if you do, change the attack of the opponent monster to 0 until the end of this turn. Ja, das ist eine Common, die ist einfach scheiße. Aber das ist super cute. Clock Arc, auch eine Common. Ja, Pendel Monster. Otoshidamashi, auch eine Common. Level 1 Beast Tuner Monster. Bestimmt ist was möglich. Dann haben wir den White Knight auf Dogmatica. Das ist das Ritualmonster für Dogmatica. Artwork ist ziemlich sick. Effekt nicht ganz so relevant. Ist eine Common aus dem Set. Kann man also spielen. Aber ist jetzt auch nicht teuer. Dann haben wir die nächste Ultra Rare. Das ist einmal Albion the Branded Dragon. Die lässt uns mal durch. Die braucht Fallen of Albers und ein Lichtmonster. If this card is Fusion Summoned, you can Fusion Summon one Level 8 or lower Fusion Monster from your extra deck. Exact. Albion the Branded Dragon, by banishing Fusion Materials based on it from your hand, field and or grave. During the end phase, if this card is in the graveyard because it was sent there this turn, you can add to your hand or set one Branded Spell Trap directly from your deck. Interessant, ich weiß jetzt nicht, was die Branded Spell Trap sind, aber da werden wahrscheinlich noch ein bisschen was kommen. Hört sich erstmal ziemlich gut an, bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Haben wir Mysterion, the Dragon Crown. Das ist auch eine Ultra aus dem neuen Set und die braucht einen Spellcaster und einen Dragon Monster. Also wie Dragoon, cannot be used as Fusion Material. Das ist schon mal gut für Super Poly. This card loses 100 attack for each of your banished cards. Das ist schon mal nicht so gut. If a monster uses its activated effect to special summon itself or monster with the same original type except during the damage step, you can target one of the special monsters, banish that monster, also banish all monsters from the field with the same original type. Artwork ist ziemlich sick. Ich weiß nicht, welche Applikationen die hat, außer halt in irgendwelchen Extra Decks für Super Poly. Na, weiß ich nicht. Hier wird die nächste Secret Rare, das ist einmal der Ruddy Roast Dragon. If this card is Synchro Summoned, you can banish all cards from the graveyards, beiden Spielern. Then, if this card was Synchro Summoned, using Black Roast Dragon or a Plant Synchro Monster as material, you can destroy all other cards on the field. When your opponent activates a card or effect that would destroy a card, Quick Effect, you can tribute this card, negate the activation. Then you can special summon a Black Roast Dragon from your extra deck. Oh great. Diese Karte ist unglaublich gut. Die Frage ist halt, wie einfach die rauszubekommen ist, denn die Karte ist insanely powerful. Und ich habe das Gefühl, dass wir diese Karte öfter sehen werden, denn der erste Effekt mit dem Banish alle Karten ist halt nicht der Effekt, den ihr braucht, um den Black Roast Dragon zu machen, sondern das ist der normale Effekt, wenn er beschworen wird. Und das könnte richtig böse werden. Also, da sehe ich viel Schwund mit. Haben wir nächste Karte, Super Rare, die Garden Rose Flora. Ein Tuner, ein Nicht-Tuner-Monster, ist Level 5. Das heißt, der und andere Level 5 Monster ist schon mal der Black Rose Dragon. Der ist ein Plant-Synchro-Monster und der ist sogar Tuner. You can target one card in the field zone, destroy it. Then special summon to its controller's field, one Rose Token in attack position, Level 2. Okay, können wir Synchro-Monster zerstören. You can only use the effect Garden Rose Burn once per chain. During your opponent's main phase, you can quick effect up Synchro summon. Okay, die Karte erlaubt euch quasi einfach in der gegnerischen Runde Synchro zu besammeln. Ja, der Black Rose Dragon wird immer wahrscheinlicher. Artwork ist jetzt nicht ganz so meins, aber ist ganz okay. Haben wir einmal Lavalval X-Lord. Tatsächlich super rare, cooles Artwork, guckt euch selber an. Haben wir Starmine, Pyro Synchro, Level 4, One Tuner, One Nicht-Tuner. Ist eine Common, you can only special summon Starmines once per turn, okay. Die macht halt ein bisschen Damage, wenn was passiert. Okay, wie juckt's. Jetzt kommen wir zu den Utopia-Karten. Das ist das Cover-Monster des Sets. Ist also dementsprechend, wie die letzten Cover-Monster eigentlich auch, eine Ultra-Rare. Interessant. Once per turn, when a card or effect is activated, you target this card. Or when this card is targeted for an attack, quick effect, you can equip one ZB-Monster from your hand or deck to this card, as if it were equipped by that monster's effect. Once per turn, you can attach one material from this card and target face-up cards your opponent controls up to the number of equipped to this card, negate their effects. Not bad. Not gonna lie, aber auch nicht richtig gut. Die Karte sucht einen 6-Feld-Spell-Trap, das weiß ich schon. Gute Karte. Und hier haben wir den Merrymaker. Ist
eine super Awesome Set, also könnte cool sein. Machen wir weiter mit Riola. Riliola. Riliona. Mein Gott, ist halt schwer auszusprechen. The Wanderer's Magistus Witch Wardrobe. Braucht 2 oder 4 Spellcaster mit verschiedenen Attributen, um beschworen zu werden. You can detach from material from discard, special summon Magistus Monster from your deck. Also you cannot special summon monsters from the extract for the rest of the turn except Magistus Monster. Sad. But this card is equipped to a monster. You can target one effect monster your opponent controls and get its effect until the end of this turn. Das macht wiederum ein bisschen mehr viable. Ist tatsächlich sogar eine Ultra Rare im Set. Wird nicht teuer werden. Dann haben wir einmal den Mute Beta Fafnir. Das ist ein Secret Rare. Und Jungs, die wird teuer. Die wird richtig teuer. Denn die ist für Drive schon richtig gut. Lesen wir den Effekt selber durch. Die Karte ist insane. Die kann was negieren. Die kann für eine notable Beschwörung, wenn das Material was drunter liegt. Insane. Gute, gute Karte. Und ihr könnt nur Zeus machen. GG. Insane. Dann haben wir die nächste Super Rare. Das ist einmal Tribe Gate. Beer Broom. The Rampant Rampager. Die Karte macht Revolte super. Und die kann halt ein Gewünschtes Monster zurückspecialen, was auch ziemlich cool ist, aber nur Level 4 und niedriger. Und die braucht 2 Tribal Monster, um die zu machen. Das ist ein bisschen weniger generisch als die anderen. Aber die Karte ist gut. Die Karte ist richtig gut. Die werdet ihr häufiger sehen. Das Link 1 Ignister Monster. Ich weiß nicht, was sie macht, aber sie ist ein Link 1 Monster und sucht wahrscheinlich die Feedspell, ne? Die sucht die Feedspell. Das Deck Ignister wird deutlich relevanter mit dieser Karte. Und die ist für eine Super Rare. Easy to get. Ignister wird nicht teuer. Das Deck wird gut. Traptrix Cularia. Noch eine Ultra Rare. Also die Traptrix kriegen 2 Ultra Ressourcen im Set. Cool, was kann die denn? Du brauchst 2 Insekt- und oder Pflanzenmonster. If this Link 7 card is unaffected by Trap Cards, okay. You can only use each of the following effects once per turn. After you activate a whole normal Trap Card, you can set it instead of sending it to the graveyard. During your end phase, you can target one Traptrix Monster in your graveyard, special summon in the defense position. Holy shit! Was ist denn mit den Traptrix los? Die ist ja richtig insane. Die ist richtig, richtig Ultra Rare. Die können teuer werden. Könnt ihr mir vorstellen. Wenn Traptrix wirklich gut wird, könnte die richtig teuer werden. Dann Cambrorasta, das Paleo-Monster, ist ein Kamen. Ist halt auch einfach nicht gut. Haben wir Benkalanza, The Resurgent. 2 plus Plant-Monster. Link 4. Ist halt eine Kamen. Das ist ein Secret Rare. Oh mein Gott, das ist eine Secret Rare. Was kann die denn? Doing the main phase, quick effect. You can target one effect monster your opponent controls, take damage equal to its attack. And if you did take damage, return it to the hand. If this card is in your graveyard, you can banish 2 or more link monsters from your grave for Comrade Link Rating exactly 4. Special summon this card. By banish, release the field. Das ist halt eine Gate, was halt teuer ist. Das kann sie halt 2-mal machen, deswegen. Ja, aber auch beide sind Hard Ones Return. Die ist nicht worth it, die wollte ich auch nicht ziehen. Und Lina the Light Charmer Lustrus. Die könnte interessant werden, denn das ist wieder ein Charmer-Monster, was Lichtmonster spezial schön vom Gegner. Und da gibt es ja so ein paar. Ich sag mal nur so Ecclesia, Fleurlis, sowas in die Richtung. Es gibt viele Lichtmonster, die als Target gut ist. Vor allem so Mirror Mages, die können wir legit öfter im Extra-Deck sehen, weil das eine sehr gute Karte ist. Und die ist wieder Hexer. Das sind auch wieder Plays für Celine und für Access Code. Merkt euch die. Das ist eine Super Rare und die gibt es auch als Starlight Rare. Sechsel Force, eine gute Karte, ist eine Super Rare, ziemlich cool. Sechsel Construction, auch eine Super Rare, das ist eine ultimative Suchekarte, die leider minus 1 geht. Aber die kann den Rank absuchen. Das halten wir einfach mal so. Und ich kann theoretisch wieder Blick ins Deck zurückmischen, was auch ziemlich cool ist eigentlich. Sechsel Entras, die edit entweder eine Rubia-Karte vom Friedhof oder Special Diner, die ist auch ziemlich gut, die Karte. Ist aber eine Kammer. Das ist Dogmatiker Ritualspell. Auch eine Common, cooles Artwork. Friggins Booty ist auch eine Common, ist eine permanente Karte, ist nicht bad. Branded in White, das ist die Visionskarte von den Gefallenen von Albers Karten, ist ähnlich wie eine Invocation, nur mit Gefallenen von Albers. Ist ein Super Rare, ist also jetzt einfach zu kriegen. Amazing Time Ticket, das wird eine Secret Rare sein und die kriegt ihr aber als Promotional Card, nur so nebenbei. Pay 800 Life Points, apply this effect depending on who turned it, you can add one Abasement Card, gute Karte. Your opponents turn one, set one deck. Ah, Quickspell, wenn ihr eine gegnerische Runde macht, könnt ihr eine Traction Trap Card direkt vor dem Deck setzen und es kann aktiviert werden. Das ist eine ziemlich gute Karte, Ziemlich gut. Also erinnere mich ein bisschen an den Circle von Sunrungate. Gefällt mir. Dann haben wir die ganzen Amazement-Karten. Das ist eine Common. Das ist ein Super Rare. Basil Rose Shot. Special Summon Morse Dragon Monster from your hand or grave in defense. Cool. I met you. Common Cyber Support. You and I. Common Cyber Support. Cooles Artwork. Bujin Support. Common. Okay, cool. Birth of the Prominence Flame. Target von Fire Monsters. One Tuner, one Tuner with 2000 Death in your grave. Banish both Monsters. And if you do, Special Summon Fire or Synchro Monster from your extra deck. With level equals the total level of those Monster. Ja, ein bisschen Rekindling nur mit Synchro Monster. Ist eine Common. Okay, cool. Book of Lunar Eclipse ist eine Secret Rare aus dem Set. Und die ist basically Book of Moon, nur wie Twin Twister das Upgrade vom Mystical Space Typhoon ist. Ich weiß nicht, wie relevant die Karte wird. Wahrscheinlich nicht. Aber das Artwork ist super cool. Ich mag das Artwork. Das ist sehr, sehr, sehr cool. One Curry Ray. Target
target one living monster in either graveyard, return it to the X-Ray or special summon it. So basically in Monster Reborn, die könnte echt gut sein. Ist leider once per turn, aber die ist gar nicht so bad. Behaltet ihr mal im Hinterkopf für das Kuribo-Deck-Thema. Könnte die relevant werden. Just saying. Ist aber auch eine Common, also easy to get. Hidden Springs of the Far East, auch eine Common. Field Spell, cool. Zexal Alliance ist eine Trap, die ist leider nicht gut und ist leider ein Common. Screams of the Branded, das ist eine von den Traps, die sich die Versuchungskarte suchen kann. Okay, cool. Judgment of the Branded. Oh, das ist eine Karte, die das Versuchung suchen kann. Family Faces ist eine Super Rare. Amazement. Cooles Deckthema. Und das ist eine Ultra Rare. Das ist eine Ultra Rare. Amazement. Coole Karte. Und Wonder Wheel ist eine Common. Amazement Support. Und das ist auch eine Common. May go round, round, round. Oh, nicht schlecht. Das ist auch eine Common. Rapid Racing. Horror House mit den Ghost Tricks hier. Cool, cool. Das ist eine Ultra Rare. Okay. I challenge you. Oh, dieser Wortwitz wird nie langweilig, glaube ich. Ich finde den immer noch gut. Das ist eine Common. Das ist eine Trap, cool. S-Force Chase mit den S-Force Monstern und Masquerena. Ist eine Ultra Rare. Target Face Monsters your opponent controls. Up to the number of S-Force Monsters you control with different names. Return them to the hand. If an S-Force Monster you control will be banished by card from your hand to activate its effect, you can banish this card from your grave instead. Das ist eine gute Karte für das Themendeck. Und das ist potenziell ein Bounce 4. Das ist gar nicht so bad. Haben wir immer 1 by 1. Send one monster from your hand or field to the grave, then target one of your level 1 monsters that is banished or in your grave, except the monster sent to the graveyard, add that monster to your hand. Ja, die Karte ist einfach leider bad. Ne? Common. Bubu Game. Eine Common. Fubuki. Noch eine Common. Proof of the Proofles. Die Karte ist ganz cool, die habe ich schon gelesen. Die kann dich spezialbeschwören, wenn ihr in dieser Runde noch nicht spezialbeschworen habt. Und ihr könnt ihr für den Rest der Runde nicht mehr spezialbeschwören. Aber ihr könnt dann quasi eine extra Tributbeschwörung machen. Das ist gar nicht so schlecht. Also könnte für manche Deckthemen echt gar nicht so verkehrt sein. Hier, Throne of the Disciples Angels ist Earth Fairy Monster Support. Okay, cool. Ist eine Super Rare. Cyber Sexy Monster, Artwork ist ziemlich weird. Ist sie dann eine Super Rare? Ist jetzt auch nicht so krass. Expendable Die, Tribute One Warrior Monster, then target one card on the field, destroy it. And if you do, draw one card. Not bad. Super Rare. Keine schlechte Karte, aber auch keine gute Karte. Terror of the Underwood. Ah, die Karte hat nicht leider bad, ist ein Common. Warrock Vento, Super Rare. Warrock halt, ne? Mammuts. Eine Common. Wuhu. Meteor Argon. Oh, das ist eine Secret Rare. Verschwendung. Warrock Dignity als Ultra Rare. Das Deck ist so furchtbar. Eine Super Rare für den Warrock Spirit. Cool. Warrock Generations. Common. Den juckt's. Warrock Big Blow. Ist auch eine Common. Ida the Sun Magician. Das ist eine Super Rare. Cool. Dann Stay Sailor Romarin. Auch eine Super Rare. Quick Effect. You can target one face monster you control and send one other plant monster you control to the graveyard. And if you do, the next time the target monster would be destroyed by battle or card effect, and this turn it is not destroyed. If this card is sent to the graveyard by a card effect, also auch sich selbst, you can send one level 5 or higher plant monster from your deck or extra deck to the graveyard. Interesting. Oh, das ist Artwork, Alter. Bruder. Ja, DDD Support. Ja, okay, cool. Aber eine weitere Common. Ein weiteres Cyberslink Monster. Weirdes Artwork. Sunvalon Daphne als Common. Jupp. Sunvalon Melias. Super Rare. Wenn das jetzt hier Secret aussieht, aber es ist Super Rare. Sunvine Crossbreed. Eine Common. Und dann haben wir als letzte Karte in dem Set den Black Rose Dragon als Starlight Rare. Das ist doch ein schöner Abschluss für das Set, oder? Ja, jetzt habt ihr alle Karten gesehen. Ich habe jetzt nicht zu allem was gesagt, aber es unnötig ist. Was sagt ihr zu dem Set? Ich persönlich finde, das ist ein gutes Set, aber es gibt auch so viele Nullen in dem Set. Also so viele Karten, die wirklich halt nichts tun, super wenig wert sein werden. Also es gibt viele Secret Rares, die hoffentlich ihr nicht ziehen werdet, weil die nicht gut sind. Also wenn ihr eine Box kriegt mit this, mit dem Dark Honest und dem Warrock Secret, oder dann seid ihr ganz schön am Arsch. Ja, aber wir sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, lasst trotzdem ein Like da. Hallo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao, Leute.